Hi, and welcome. And welcome, hi. Heute zeige ich dir ein paar coole Lifehacks fürs Auto, die sehr nützlich sind. Wobei, 90% von euch haben bestimmt nicht mal einen Führerschein. Egal, ihr könnt es ja zum Beispiel euren Eltern weitergeben. Und ohne viel zu labern, würde ich mal sagen, let's begin. Kennt ihr das auch? Ihr wollt wieder tanken und wisst nicht, wo der Tankdeckel ist, also links oder rechts. Das ist immer unterschiedlich. Meistens bin ich auf der falschen Seite. Dabei könnte ich einfach ein bisschen nach vorne blicken auf mein Cockpit. Da ist ein kleines Dreieck neben dem Zapfsäulensymbol. Der zeigt an, auf welcher Seite sich der Tankdeckel befindet. Ah ja. Wenn eure Scheinwerfer nach Jahren gelblich und stumpf geworden sind, müsst ihr nicht gleich ein Spezialprodukt kaufen. Denn haushaltsübliche Zahncreme tut's auch. Verteile etwas Zahncreme auf dem Scheinwerfer und verreibe sie mit einem feuchten Tuch oder Lappen. Durch die Polierstoffe in der Zahncreme werden Schmutzteilchen entfernt und leichte Unebenheiten wegpoliert. Du hast Durst, willst was trinken, kannst die Flasche aber nicht öffnen, weil du keinen Flaschenöffner hast. Um den Kronkorken zu öffnen, nimm doch einfach deinen Sicherheitsgurt zur Hilfe und dein Durst kann gelöscht werden. Du benutzt dein Handy auch als Navigationssystem, hast aber keine Handyhalterung. Dann kannst du auch ein Gummiband zur Hilfe nehmen. So wie hier demonstriert und deine Hände sind frei. Und als Beifahrer kann man natürlich auch so cool Videos gucken. Nur als Beifahrer natürlich, ne? Nicht als Fahrer. Ist dein Auto oft vermüllt und ein Saustall? Dann nimm einen Cornflakes-Behälter, pack einen Müllbeutel rein und benutze ihn dann als einen Mini-Mülleimer fürs Auto. Wenn du im Auto keine Getränkehalterung hast, dann schnapp dir eine Klebebandrolle und setz dein Getränk da rein. Und dein Getränk sitzt felsenfest. Wenn ihr das nächste Mal tanken müsst, dann geht so ungefähr gegen 18 Uhr hin, denn da ist das Zeit am günstigsten. Das, meine Damen und Herren, hat das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung mit mathematischer Genauigkeit ermittelt. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Ja, das waren meine Auto-Lifehacks. Wenn es dir gefallen hat, schreib es mir oder gib mir nach oben. Und ich weiß es, mach noch einen Teil. Folgt mir doch noch auf Instagram. Da heiße ich Emra mit 4 F's. Hab noch eine Videofrage, und zwar, hast du schon einen Führerschein? Oder schreibt mir mal, wie alt ihr seid. Das würde mich auch nochmal interessieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video wieder. Ciao. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich meinen zweiten Teil, was man jetzt so mit dem Teil machen kann. Außer die ganze Zeit nicht zu essen.